Herr Bundespräsident Ogi. Wir machen jetzt seit 10 Jahren Satire. Erfolgreich, würde ich mal so sagen. Wir haben grossen Einfluss auf das politische Bern. Und unsere pointierten und analytischen Beiträge haben gesellschaftspolitische Relevanz. Insbesondere. Darf ich etwas sagen? Nehmen wir mal Ihre glanzvolle Wiederwahl als Bundesrat, die ja eigentlich nur möglich geworden ist, dank unserer Demontage von Christoph Blocher. Das ist alles falsch, das ist eine Behauptung. Wir haben doch dort mal gezeigt, wie der Christoph Blocher in der Unterhose, also mit praktisch nichts an. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, das hat Ihnen doch sicher gefallen, oder? Ja, das ist jetzt weit zu ungeschickt, wenn ich das als SVP-Bundesrat würde sagen. Aber, auch unsere schonungslose Kritik an Ihrem Bundesratskollegen Guspin, der ja ganz eigenmächtig. Hört, man muss auch das Positive sehen. Also wenn Sie da nicht aufpassen, will der mal noch in seinem ganzen Machthunger Ihr geliebtes Bundesamt für Sport übernehmen? Die Frage muss politisch gelegentlich beantwortet werden. Die Gefahr nimmt zu. Ja eben, und da nehmen wir unseren Auftrag als Satiriker ernst. Was ist der Auftrag? Der Auftrag ist die Politiker mal ein bisschen runterzumachen da. Auch Sie kommen wieder mal an die Kasse, Herr Ogi. Ich gucke dem eigentlich sehr ruhig entgegen. Wenn Sie da wieder mit diesen unsägliche Neujahrsansprache. Der Bundesrat hat in der Mehrheit gesehen, die dürfe. Wir haben das Gutachten machen. Das Gutachten war positiv. Es hat der Bundesrat gesehen, er findet das sei nicht gut. Wie auch immer. Bei uns wird auch in Zukunft niemand verschont. Das Risiko gehen wir ein. Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für das Gespräch. So, und jetzt gehen wir aber noch eins ziehen miteinander, oder? Das machen wir. Und Sie zahlen? Nein. Ganz klar, nein. Na gut, dann halt nicht. Letti! Ich habe eine Frage. Kannst du mir nicht schnell am Fringer anrufen? Einfach sagen, ich sei jetzt da. Weiss jemand, wo der Fringer ist? Antworten. Ja gut, sag ich selber. Er soll dort bleiben, gell? Hat sich erledigt. Da, ehrlich, gell? Ich weiss, weißt, da wäre noch manche Frau froh, könnte sie mich so abtasten, du. Danke, gell? Nur schnell noch einen Tipp geben. Der Heinz Herrmann in Sturm, gell? Gut, ja. Und sagen ihn einfach nur Goal schießen. Ja, also, das schreibe ich mir schnell auf, nicht, dass ich es vergesse. Ah, super, super, gut. Niemand, aber nicht am Gegner sagen, gell? Gut, also, mach's gut, gell? Ciao, Rolf. Ciao. Go, go, go! Okay. Guck mal, hey. Ja. Ja, jetzt ist es ungünstig. Jetzt hast du ja, warte, macht jetzt überhaupt nicht. Ja, du hast ja den Netzer nicht bei, ja, nein, oder? Du kannst jetzt absitzen, sonst wäre das jetzt absetzen. Weißt du, ich mach da die Experte, ich bin die Expertise. Ja, aber du bist auch ein Bullensack, immer da oben hocken und drei schwätzen und nie selber ein Goal schiessen, ja, oder? Ich will nicht selber schiessen. Nein, da gehen noch ab und weiss ich gar nicht, was sagen, dass ich eigentlich der beste Trainer wäre, oder? Ah, du willst einen neuen Nazi-Trainer? Ja, sicher, übernimm den Laden. Was würdest du denn ändern? Also zuerst müsst ihr einfach mehr Goal schiessen. Und dann, wenn sie es nicht machen? Genau, ein paar an die Schnurren. So, ich bin nicht sicher, ob ihr eine Waffe habt. Könntest du mich nicht mal schnell abtasten? Leider nicht. La, 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 la. Schwarme Dinger, schwarme Dinger. Schönste Quartier von Zürich ist Schwabingen. Jeder gefällt's mir so mit Schwabingen. Sing doch mal ein bisschen mit, da ist National. Willst du mir jetzt nicht nochmal schnell abtasten wegen Waffen und so? Es wäre schon eins. Aserbaidschan ist besser als Schweiz. Aserbaidschan! Wie heißt's? Aserbaidschan! 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 Ja! Oder jetzt versucht er nicht mit dem Böller, versucht er jetzt da in Gagolie zu bringen, gell? Eierkopf! Schlag mal den Eierkopf an, so einen hat doch kein Spielleiter hier. So, gebt ihr den Ball wieder. Gebt ihm den Ball wieder dort. Das ist ihm sein Ball dort. Jawohl.
Der Spieler geht die Bälle wegnehmen, oder? Weißt du, wie verschissen du? Ja, da ist. Du bist unser neuer Trainer, gell? Gratuliere, gell? Super, da ist unser neuer Trainer. Händler Girls, nein. Händler Girls. Eben, ihr habt ja immer Weiber da, gell? Da, ich meine, da wie geht's denn, oder? Und sonst, gell, sag dir mal, bring ein paar vorbei, oder? Super, kannst du mir Harry sagen, gell? Ja, ich bin Evelyn. Ja, Evelyn, da Anni Weidu, gefällt mir, gell? Jetzt gehen wir da gerade in mein Zimmer, Loge, Loge, gell? So, dann machen wir gerade zu, damit niemand mehr stört, da, oder? So! Oh, sorry, da oben! Gut, tut mir leid, gell? Also, ihr müsst nicht eifersüchtig sein, oder? Kommt also jede zu ihrem Recht, gell? Super! Das ist nur, weil wir angestoßen haben, oder? Dann geht also auf unsere Kappe, gell? Super! Super gemacht, du Ehrenwort! Spitze gemacht, du Ehrenwort! Ja, super! Du bist doch der Heinz Herrmann, gell? Bist du? Ja, der Brüder, genau! Hast du super gemacht, aber hast du eine ruhige Kugel geschoben, gell? Schönen Abend gewesen. Hast du aber... Was machst du einmal dort? Saufst du ein bisschen Eis oder so, oder? Genug Zeit gehabt. Gell? Ich habe alle an dir rumgestudiert. Eben, genau, ich nehme einmal einen Schluck Nadellack entfernen, weißt du? Ja, dann wirst du im Verhältnis. Aber es ist super gemacht, Gratulation. Alles Gute! Also, die haben alles gemacht, was ich will, oder? Und darum haben wir jetzt geputzt, gell? Und wenn ihr nämlich einen Trainer sucht, denkt daran, wenn ihr müsst, gell? An Harry Asler! Tschüss!